Hallo, herzlich willkommen zur EasyStock-Demonstration. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie sich im Webshop anmelden können und wie Sie EasyStock benutzen. Zunächst gehen Sie auf die Webseite www.antales.ch. Dann klicken Sie auf Login, geben dort Ihre E-Mail-Adresse ein. Und Ihr Passwort. Bestätigen mit OK. Nun sind Sie im Webshop eingeloggt. Wenn Sie für EasyStock freigeschalten sind, sehen Sie den EasyStock-Button. Auf diesen klicken Sie. Nun gelangen Sie ins EasyStock-Cockpit. Hier im verfügbaren Bestand sehen Sie eine Übersicht aller für EasyStock vordefinierten Artikel. Wir sehen, dass alle Artikel bis aufs Maximum in Ihrem Lager aufgefüllt sind. In diesem Beispiel wurden die Verbrauchseinheiten als Boxen definiert. Hier haben wir einen Maximalbestand von 70 Boxen und einen Mindestbestand von 20 Boxen. Ein anderes Beispiel bei diesem Artikel haben wir drei Luftpolsterfolienrollen als Maximalbestand und eine Rolle als Minimalbestand. Jedes Mal, wenn Sie EasyStock-Artikel verbrauchen, gehen Sie ins System, klicken auf Verbrauch und tragen hier die entsprechende Menge ein, welche Sie von dem Artikel verbraucht haben. In diesem Fall 20 Boxen, in diesem 15 Boxen und klicken auf Bestätigen. Wenn Sie jetzt wieder zurück ins EasyStock Cockpit gehen, verfügbarer Bestand, sehen Sie, dass diese Artikel hier abgebucht wurden. Sie haben einen weiteren Verbrauch, gehen Sie wieder ins System, klicken auf Verbrauch. Buchen in diesem Fall eine Rolle Luftpolsterfolie ab und in diesem Fall 15 Pakete oder Boxen vom Image Business Kopierpapier. Klicken auf Bestätigen und bestätigen diese Abbuchung. Nun gehen wir zurück in den verfügbaren Bestand und sehen im EasyStock Cockpit, dass wir bei diesem Artikel unter dem Mindestmeldebestand gelangt sind. Das heißt, unser System überprüft laufend Ihre Bestände und füllt diese automatisch auf. Sie müssen sich um nichts kümmern. Gleichzeitig werden alle anderen Artikel ebenfalls aufgefüllt, welche Sie bereits verbraucht haben. Eine Nachlieferung wurde ausgelöst. Und dies erkennen Sie anhand des gelben Balkens, dass die Ware zu Ihnen unterwegs ist. Bei der Anlieferung erkennen Sie die EasyStock-Artikel anhand des EasyStock-Lieferscheins. Überprüfen Sie die Lieferung und bestätigen Sie diese im EasyStock-Cockpit. Hierzu klicken Sie auf Lieferungen, wählen den entsprechenden Lieferschein aus, klicken auf Details und bestätigen Sie die Anlieferung. Nun sind die Artikel bestätigt. Wenn Sie jetzt in das Cockpit zurückwechseln, auf dem verfügbaren Bestand sehen Sie, diese Artikel wurden wieder komplett aufgebucht. Zeitweise werden Sie vom System aufgefordert, eine Inventur durchzuführen. Hierzu gehen Sie in Ihr Lager, zählen die EasyStock-Artikel entsprechend der Bestände, gehen dann ins System und klicken auf Inventar. Hier geben Sie dann entsprechend die Mengen, welche Sie am Lager gezählt haben, bei den Artikeln ein. Und bestätigen diese.
Nun wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt und die Artikel sind wieder ordnungsgemäß überprüft und zugebucht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Spaß mit EasyStock.